Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal eine ganz spannende Mischung an, glaube ich, nämlich zwischen Strategie und Hack and Slay. Kingdom Under Fire The Crusaders. Laut Steam 2020 erschienen, ist aber, glaube ich, nicht ganz richtig, ist ursprünglich, glaube ich, 2004 für die Xbox rausgekommen und ich glaube, 2020 ist der PC-Port dann veröffentlicht worden. Man kann es mit Maus und Tastatur spielen, es soll aber auch Controller möglich sein. Es gibt auch ein deutsches Handbuch dazu. Da war auch ein Xbox-Controller abgebildet und ich glaube, der war tatsächlich noch von der Xbox 1. Also wie gesagt, es ist schon noch ein bisschen... Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, muss aber ja nicht unbedingt schlecht sein. So, ich guck mal hier kurz in die Optionen. Also man sieht der Grafik zum Teil ein bisschen an, das ist nicht 2020, was wir da sehen. Aber wir gucken mal in die Optionen, besonders bei der Grafik. Das ist übersichtlich. Gut, okay, also. Beim Starten gibt es auch so einen Konfigurator, wo man dann die Auflösung einstellen kann und sowas. Aber wir fangen jetzt einfach mal an und gucken mal, was hier so auf uns zukommt. So, das ist schon mal schön gemacht mit diesem Buch. Bla bla bla, Geschichte. Bla bla bla, mehr Geschichte. Ist aber schön gemacht mit dem Umblättern. Das gefällt mir total gut. Ist da eigentlich, steht da eigentlich was Richtiges oder ist das so eine Fantasiegequackel? Also ich meine jetzt nicht diesen fetten Text, ich meine hinten am Buch, ne? Ich glaube, das ist so eher so... Nicht wirklich. Gut, okay, da gibt es irgendwie jetzt jede Menge Einführung in die Geschichte. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch das ja in aller Ruhe durchlesen. Ich würde gerne aber irgendwie was tun. So. Das heißt, jetzt kommen wir hier zu der Auswahl der Helden. Bewegen Ministick links. Da gibt es einmal Kendall. Das ist anscheinend ein Mensch. Ah, den muss ich aber anscheinend erst irgendwie freischalten. Also ich habe hier irgendwie... Oh, hier gibt es auch dunkle Legionen. Da muss ich aber auch erst mal freischalten. Also es gibt im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, 4 Helden, die ich wählen kann. Zu Beginn habe ich nur die Auswahl zwischen diesen beiden hier. Ihr kennt mich, ich nehme Schwierigkeit leicht. Und mal gucken, was passiert. Offensichtlich kommt ein Intro. Ist ganz nett gemacht, kann man so überspringen. So Intros, die man nicht überspringen kann, die finde ich aber grundsätzlich doof, ne? Ah. Stehen in seinem Dienst. Aber ich bin ganz deiner Meinung, Ellen. Beweg den Cursor mit dem Ministick links. Drücke A, um dich zu bewegen und B, um anzuhalten. Das verstehe ich. Das heißt, ich bewege das jetzt da auf die Karte oder was? Und dann kann ich A drücken. So, dann läuft meine Truppe dahin. Das ist ja schon mal schön. Also es gibt offensichtlich auch ein Tutorial, wo man die Steuerung eingeführt wird, was glaube ich auch extrem sinnvoll ist. Oh, seht ihr auch, was ich sehe? Ein Luftschiff. Ich mag es nicht, wenn man mich von oben anspäht. Wohl noch nie eine Frau... Schüchtern! Manchmal ist es ein bisschen abgehackt, ne? So, muss ich jetzt nochmal A drücken? Scheint so. Geht das auch schneller, wenn ich doppelt klicke? Nö, geht nicht schneller. Oder doch? Nee, geht nicht. Weißt du, Ben will, dass ich seine Tochter hofiere. Wer sagt das? Ben oder du?
Seine Tochter hat sich in mich verguckt. Vielleicht sind es die breiten Schultern. Oder das fette Gesicht. Ha, so schön wie Rupert bin ich allemal. Du bist doch bloß neidisch. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Sie ist rot geworden und ist weggerannt. Klar, vermutlich wollte sie sich übergeben. Du glaubst mir nicht, ich zeig's dir. Schau dir die Knutschflecken an. Oh nein. Tja, weniger quatschen, mehr laufen. Das riecht nach den Hex. Gerald, lass uns aufbrechen. Esse muss gewarnt werden. Warte, schau mal! Da geht's jetzt langsam mal hier ein bisschen geklubbel los, oder was? Sie sollen mit ihrem Blut bezahlen. Schwingt die Schwerter! Für Hieroniden! So. X oder A, um anzugreifen, Boss. X oder A, um anzugreifen. Was ist denn das hier? Verteidige dich mit B. Ich sehe hier überhaupt nichts. Was macht diese riesige Karte daneben und was bringt die mir? Ich sehe da überhaupt nichts. Ja, wieso? Er greift doch an. Das habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, wieso hier immer diese fette Karte noch ist und ich überhaupt nichts entdecke. Hiermit kann ich, mit dem rechten Stick kann ich hier irgendwie die Karte schwenken, aber ich kann irgendwie nichts machen. Wenn ich A drücke, so wie sie sagt, dann brüllt der Typ Rückzug und dann läuft meine Armee irgendwie weg und eigentlich sollen die da angreifen. So, dann mal hier Attacke. Und B soll verteidigend sein, aber wie gesagt, ich kann den Typen noch gar nicht steuern. Man sieht doch überhaupt nichts. Und hier bewege ich tatsächlich irgendwie dieses Ding auf der Karte. A und X, Ellen rufen, Robert rufen. Ich ruf mal die Ellen. Was passiert denn hier? Also irgendwie habe ich den Eindruck, mit dieser komischen Karte ist irgendwie gerade suboptimal hier. So, jetzt ist die Karte mal weg. Und jetzt kann ich auch tatsächlich mal hier wirklich kämpfen. Auch wenn ich gerade die Gegner nicht richtig entdecke. Da sind Gegner. Ah, X ist ein scheinbar sowas wie ein leichter Angriff. A ist ein... so ein schwerer Angriff, hätte ich jetzt gesagt. Gut, und B ist... B ist irgendwie verteidigen. Ist Y dann auch irgendwas? Ja, Y ist so ein bisschen in Feind drin. Dunkle Bogenschützen. Wir nehmen zuerst ihre Infanterie auseinander. Sucht ihren Anführer. Den feindlichen Anführer sind nötig, um schnell zu besiegen. Coole Sache. Wie finde ich jetzt den feindlichen Anführer? Also irgendwie ist es hier schon dann stellenweise ein wenig verwirrend auch. Ist auf jeden Fall hier so eine schöne Schnetzelei irgendwie. Okay. Gerald, ihre Bogenschützen ziehen ab. Sie fliehen nordwärts. Ihnen nach. Cursor
bewegen. B, Stopp. Bewegung! Also ich bin da noch so ein bisschen verwirrt, was so dieses Wechseln zwischen Strategie und Gekloppe betrifft. Nein, wir müssen Yu Bericht erstatten. Wir können die Grenze nicht ohne Befehl überschreiten. Das ist Krieg. Sollten wir nicht wenigstens einen von ihnen verhören? Ich melde mich freiwillig. Alan, hol dir eine Geisel und töte die anderen. Gerne. Sie werden dafür büßen. Der Knirscher. Mission erfüllt. Na, das war schon mal gut. Ich habe zwar nicht verstanden, aber ich habe die Mission erfüllt. Das ist so. Ja, was denn? Mädchen, du kannst doch nicht sagen, das ist seltsam und dann passiert hier nichts mehr. Was? Ah. A drücken. Die Schäden waren älter. Die Stadt wurde wohl vor einem Tag. Dennoch waren die Valleys dort. Wieso kehren sie an einen Ort zurück? Valleys! Nein, Ellen hat recht. Es okay, hier kann ich jetzt mit dem linken den General Yu. Grayhampton wurde von den Cursor bewegen. Das bedeutet, Rupert wurde dieser. Hat er aber gerade auch alleine gemacht. Also das war jetzt verwirrend. General Hugh. Gut, so, Einsätze, Kaserne, Kneipe, Training, Haupttor. Einsätze, gucken wir doch mal. Neuigkeiten aus der Hauptstadt. Wir befinden uns im Krieg. Der ekklesianische Männer. Wir ziehen nicht aus alle Truppen. Achte auf die Moral der Truppen. Geh zum Tor, wenn du soweit bist. Okay. So, kann ich jetzt endlich wieder irgendwas steuern? So, jetzt kann ich hierher gehen. Da muss ich anscheinend hin. Ja, wenn ich das gedrückt halte, sehe ich auch hier die Karte und kann dann hier die Karte so ein bisschen bewegen. So, und jetzt läuft meine Einheit. Oh, das ist ja süß, wie die laufen. Vor uns liegt Hexgebiet. Gut. Soldaten, wir werden ihre Positionen in Raven Meadow angreifen. Die Pioniere und Katapulten. Das ist aber ein ganz schön schmissiger Soundtrack. Sobald die Barrikade, seine Majestät. Hoffentlich gibt es bei YouTube kein Problem. So, und jetzt? Achso, jetzt kann ich einfach nur auswählen. Nee, hä? Sprechen. Die Pioniere. Achso, das habe ich doch schon gemacht. Sobald seine Start, ah, da vielleicht drauf. Mission starten, ja, bitte. Ja, was passiert jetzt? Okay, da sind anscheinend die bösen Hex. Infanterie, Formation einnehmen! Manchmal ist es ein bisschen langatmig auch, oder? Der ist gerade durchs Pferd durchgelaufen. Bogenschützen! So, geht jetzt gleich los, oder was? Katapulte! Och, Leute. Infanterie! Angriff! Okay, jetzt komme ich da zum Zuge, oder? Gut, bin ich jetzt irgendwie normaler Angriff, heftiger Angriff. Gut. Drücke B, um feindliche Angriffe abzuwehren oder abzulenken.
Diese Hexe sind anscheinend irgendwie so Ork-ähnliche Biester. Y. Achso, unten diese FP ist wahrscheinlich sowas wie Fertigungspunkte. Fertigkeitenpunkte. Und wenn ich da genug von habe, kann ich irgendwelche Spezialangriffe machen. Ansonsten schnetzel ich mich einfach hier wild durchs Gemüse durch. Ich finde es recht unübersichtlich. So, das war mit AX. Ah ja, diesmal klappt das Rufen auch. Das ist dann sozusagen sowas wie ein Spezialangriff. Jetzt geht's wieder los mit Finde ihren Anführer. Dieses Finde ihren Anführer finde ich so ein bisschen merkwürdig. Möglicherweise ist der das hier. Oder ist der Anführer der Typ mit der Fahne? Hat die Fahne überhaupt eine Bedeutung? Und wieso kann ich... Ich kann da gar nicht hinlaufen, aber das ist aber auch irgendwie komisch, oder? Seht ihr das? Also ich laufe nach vorne, aber ich laufe hier gegen so eine unsichtbare Wand. Ich komme da gar nicht weiter. Da ist einer auf dem Wildschwein. Ein wildes Wattengemäsche. Also ich kann hier offensichtlich auch nicht beliebig auf dem... Ah, das war der Feindliche. Jetzt muss ich anscheinend wieder so in der Taktikkarte irgendwie irgendwas machen, aber ich weiß gerade nicht was. Ah doch, jetzt kann ich hier so... Ah, jetzt kann ich mit links die Richtung quasi vorgeben und dann geht's wieder in den Nahkampf und ich hacke mich jetzt hier wieder durch die Massen. So, jetzt will ich doch mal hier das Mädel mit ihrem Bogen nochmal haben. So, und jetzt? Da sind da auch noch irgendwelche Gegner. Da kann ich jetzt die Kamera mal hinbewegen und jetzt... Jetzt angreifen. Ja, man gewöhnt sich schon irgendwie dran an die Steuerung. So, jetzt kann ich hier wieder mitmachen. Jetzt wieder dieses fette Monster irgendwie. Okay, jetzt wissen wir, dass das der feindliche Anführer ist. Wir hatten es ja fast geahnt. Jetzt? Muss ich jetzt hier mit dem Stick wackeln? Ah, okay, ich wackel mit dem Stick, damit ich wieder aufstehe. Hat der eigentlich irgendeinen Lebensbalken hier, der feindliche Anführer?
Also ich kann hier so richtig. Da war doch gerade sowas wie ein Lebensbalken, oder? Wenn das der Lebensbalken war, dann hat er noch verdammt viel Leben. Glocken nutzt da jetzt auch nur bedingt bei ihm. Ah ja, es ist ein Lebensbalken, okay. Das ging jetzt aber schnell, dann war es vielleicht doch nicht der Lebensbalken. Paladin wirkt wie ein Heilzauber auf uns. So, die Pioniere werden angegriffen. Zu der Stelle bewegen. Also was ein bisschen komisch ist oder gewöhnungsbedürftig, wenn ich die Kamera drehe, um dahin zu gucken, wo ich hinlaufen will und dann anfange den linken Stick zu bewegen, dann springt die Kamera natürlich wieder. Ich überlege gerade, eigentlich ist das ja auch logisch. Aber doch irgendwie komisch. So, machen wir da erstmal die Bogenschützen nieder und dann gucken wir mal, was die Schweineinfanterie zu bieten hat. Also wenn ich mich dusselig anstelle, dann ist er auch schon penetrant und sagt, ja, verteidige dich auch endlich mal. Was ist denn das hier eigentlich für eine junge Dame mit der Fahne? Und was ist, wenn wir die umhauen? Wo ist sie denn hin? Kann ich die möglicherweise gar nicht umhauen? Ja, hier geblieben. Bleib hier. Gut, das ist aber anscheinend nicht der Anführer. Das ist, glaube ich, jetzt der Anführer. Ich finde, manchmal kann man es erkennen, ja, was der Anführer ist. Manchmal hat man aber auch keine Ahnung. Also die hätte ich jetzt so ohne weiteres nicht unbedingt als Anführer identifiziert. Weil die sieht ja eigentlich jetzt auch genauso aus wie alle anderen, oder? Ich meine, der Typ auf seinem Schwein, den konnte man sagen, ja, das ist ein Anführer. Da ist anscheinend die Schweineinfanterie. So, das ist doch jetzt wieder hier der Boss, oder? Auf seinem Schweinchen. Ist jetzt so lala, oder? Bis jetzt. Oh, da hinten ist es am Brennen. Ey, was ist denn das? Diese Schweine kommen durch. Haltet sie von den Pionieren fern. Muss ich jetzt wieder hier irgendwie erstmal. Nee, das hat er jetzt irgendwie alleine gemacht. Ich bin der Hochelf Retrin von Oslund.
Provinz Ulster. Ihr seid bald der tote Elf von Osmond, Provinz Hölle. Ein Draufgänger. Bereitet euch auf eure Niederlage vor, Mensch. Ah, du weißt nicht, mal nervig, wenn man hier wie Ewigkeiten an dem Stick rumwuppeln muss. Wo ist denn hier dieser Schwätzer jetzt hin? Das ist gut. Hat euch euer Kampflehrer nicht beigebracht, mit der B-Taste zu blocken. Wenn ich euch überfordere, wieso holt ihr dann nicht eure Freunde zu? Gut, den hätten wir, oder? Sie bekommen ihr Vetter, beschwör's. So, jetzt ist doch hier hinten irgendwie noch Bubble. Also Freund und Feind sind hier wirklich manchmal schwer auseinanderzuhalten. Wo ist denn jetzt der feindliche Anführer wieder? Ich habe jetzt einen feindlichen Anführer gefunden, glaube ich. Wie gesagt, mir ist immer noch nicht ganz klar, wo ich den festmachen kann, den feindlichen Anführer. So, dann geht's dahin. In der Zeit geht einem die Musik aber auch ein bisschen auf den Senkel. Grundsätzlich finde ich die gut. Aber so mit der Zeit ist es schon irgendwie auch ein bisschen langweilig. Also wie gesagt, das mit diesem feindlichen Anführer finde ich ein bisschen schwierig. Das scheint ja doch gewesen zu sein. Kann ich eigentlich auch irgendwie auf den Gegner aufschalten oder sowas? Das geht, glaube ich, nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte gegen den feindlichen Anführer gekämpft. Der war das aber gar nicht. Feindliche Anführer nutzt eine Fähigkeit, aber wo denn? Der war doch grad.
Mythisch. Ja, ich finde ja auch den feindlichen Anführer nett. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist doch der feindliche Anführer, beziehungsweise Anführerin, wenn ich das richtig mal erkenne. Sollen sich uns anschließen. Wir werden die Katapulte aus der Mitte unterstützen. Okay, jetzt gibt's Bogenschützen. Alle Truppen auf einmal bewegen. Linker Button, rechter Button, nächste vorherige Truppe. Okay. So, da muss ich hin. Alle auf einmal. Ich muss mal kurz in die Optionen reingehen, mir geht die Musik gerade echt tierisch auf die Senkel. So, da sind noch die Katapulte, wenn ich das richtig sehe. Die sind aber unbemannt. Wir sind spät dran. Jetzt ist nur noch so kann man sagen. Was war das für ein Geräusch? Vielleicht mein Magen. Ich habe Hunger. Berittene Bogenschützen. Haltet die Stellung. Wenn sie stehen bleibt, kann die Infanterie sie abwehren. Bogenschützen, schießt auf sie, bevor sie außer Reichweite sind. Du kannst die Truppen, denen du Befehle erteilen willst, mit dem Schalter links oder dem Schalter rechts auswählen. Okay. Bogenschützen bereit. Bogenschützen! Legen wir los. Attacke! So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Ja, ich will doch angreifen. Was passiert denn hier? Bewegung! Attacke! Aber meine herlaufen. Okay, das haben wohl jetzt die Bogenschützen gemacht. Richtung Norden? Ja, wir können es uns nicht leisten, die Katapulte im Norden zu verlieren. Sie sind unsere letzte Hoffnung, die Mauer niederzureißen. Bewegung. Ja, dann mal Richtung Norden. Laufen die Bogenschützen mit? Ich glaube schon, oder? Jo, sieht so aus. Hier herrscht dasselbe Chaos. Verdammt! Helft den Katapulten! Sofort! Vorwärts! Für Hieroniden! Bogenschütze! Hier ist doch der Boss. Bereitschaftsposition. Greift an, sobald die Katapulte die Mauer zum Einsturz bringen. Los! Alle Truppen zur markierten Zone bringen. Dann machen wir das doch mal. Mit meiner Gesundheit sieht es halt nicht mehr ganz so prall aus, ne? Alle Truppen in Position. Zeigt es ihnen. Habt ihr gesehen, wie locker die diese Steinchen da reingeworfen haben? Sie kommt runter. Wir haben sie.
Angriff! Wer kommt runter und wen haben wir? So, jetzt muss ich übrigens gerade nichts machen. Dann macht er jetzt irgendwie von alleine. Das wäre jetzt einfach eine Mauer, die irgendwo stand oder was. Einfach mittendrin eine Mauer. Ich dachte, das wäre eine Festung oder sowas. Sei es drum. Wir sind's mal zufrieden. Mellies! Keine Gefangenen! Fliehende Feinde eliminieren. Eliminieren. Das ist ja auch nicht so die schöne Art. Morgen werden die Vögel von Raven Meadow sich an ihren Leichen laben. Die Bogenschützen hängen da auch so ein bisschen hinterher, oder? Wo sind die überhaupt? Die laufen da hinten, die kommen gar nicht richtig zum Schießen, weil die natürlich hier weglaufen. Jeder tote Feind bringt euch Ehre. Metzelt sie alle nieder. Vorwärts! Ob fliehende Feinde von hinten abzumetzeln jetzt wirklich so viel Ehre bringt, wage ich auch mal so ein bisschen in Frage zu stellen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Also ich vermisse hier tatsächlich so ein bisschen wie sowas wie eine Aufschaltfähigkeit, dass ich halt, wenn ich den Anführer einmal gefunden habe, der ist ja schwer genug zu finden, dass ich den dann irgendwie aufschalten kann und... Die Bogenschützen siegen! Und dann... den nicht mehr aus dem Auge verlieren kann. So, das war's doch jetzt. Die anderen sind jetzt abgehauen. Los, da Bewegung! Die Feinde wurden vernichtet oder vertrieben, aber ihr Anführer ist uns entwischt. Wir kriegen diese Bastarde schon noch. Ellen, kümmere dich darum und erstatte im Lager Bericht. Mission erfüllt. Die Mission dauert aber auch schon angenehm lang, finde ich. Nicht zu schnell fertig. Dank eurer Tapferkeit ist Raven Meadow der erste. Sehr schön. Da laufen sie wieder. Gerald, General Yu sucht dich. Will dich wohl schön wär's. Niemand hätte es mehr. Danke, alter Freund. Ich hoffe, du kriegst. Du bist ein guter. Na, wenn. Walden. Lange nicht gesehen. Rupert. Was wollt ihr? Empfinden. Das ist ein. Ja, gut. Als ich ihm vor 10. Ich melde. So, was haben wir jetzt hier? Wir können in eine Kneipe gehen, wir können in eine Kaserne gehen. Wir können. Was passiert in der Kaserne? Okay, da kann ich irgendwelche Truppen verwalten. Aber was man so jetzt damit macht, weiß man auch nicht, oder? Aufgabe, Ausrüstung, Widerstand, Ausrüstung. Okay, da kann ich die irgendwie ausrüsten. Das sind die Bogenschützen. Neue Fähigkeit lernen. Der kann keine neue Fähigkeit. Was ist das eigentlich für ein Smiley hier? Okay, Kneipe. General Yu melden. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich zur Einsätze gehen, vermute ich mal fast. Gerald, eure weisen Entscheidungen waren der Schlüssel zu... Danke. Noch erzählt... Renier... Und? Der Anführer, der uns bei Raven Meadow entkommen ist. Er hat die Angriffspläne bei sich.
Dieser Anführer... Woher wissen wir, dass das alles der Wahrheit entspricht? Einer und... Ich verstehe. Gut. Danke. Wir werden morgen zusammen aufbrechen. Ihr wisst... Habt ihr... Ihr... Be- ihr... Ich bin... Wes... Wohl... Es... Wir... Seid... Hier. Ver- Danke für... Ja. Du kannst in der Kaserne Ausrüstung und Fähigkeiten erwerben. Du solltest nach jedem Kampf... Wir brechen morgen früh zu einer Suche... Ohne? Nein. Ah. Wo? Zum Great... Hm. Leider. Dann würde ich aufpassen. Alan, sind an... Infanterie, Speerträger. Alle haben... Gehen wir. Speerträger! So, jetzt kann ich aber doch mal hier in die Kaserne marschieren und da könnte ich jetzt irgendwelche Aufrüstungen kaufen. Da waren wir eben schon mal... Wobei, hier ist so ein Pfeilchen nach oben. Ah. Wo sehe ich denn jetzt, was da passiert? Hä? Ah, da oben. Die EP-Punkte kann ich dafür einsetzen. Nötige EP 45, 48 habe ich. Gut. Speichern. Agincourt-Schwert. Schau an. Stufe 10. Flammenberg von Erde. Geralds Flammenberg, das ist Nahkampf 4, wenn ich das richtig sehe. Plus 4. Level plus 4. Bastardschwert. Da denke ich mal, ist das Hund das Beste, oder? Level 10, Fernkampf 25, Blitz 25. Die Rüstungen sehen auch so leicht unterschiedlich aus. Ja, als Sphäre. Ein Handschuh. Naja, gut, sei es drum. So, dann gehen wir doch mal hier auf die Burschen. Die können, glaube ich, wahrscheinlich auch... Ach nee, diese EP-Punkte, die gelten übergreifend. Was ist denn das für ein Bildchen da oben? Ah, grrr. Das ist ja lustig. Gut. Kann ich hier bei den Truppen irgendwas reißen? Aufgabe, Aufgabe ändern. Nahkampf, Spähen, Ausrüstung. Nahkampf 6. Jetzt habe ich Nahkampf 7 plus 5, 7 plus 6. Verstehe ich nicht. Also ich habe 7. Und jetzt habe ich hier 7 plus 4. 7 plus 6. Kaufen und ausrüsten. Stufen reicht nicht. Ah. Warum reicht Stufe nicht? Weil es Stufe 10 sein muss. Die sind aber Stufe 7. Die sind Stufe 7. Die könnte ich kaufen. Kaufen und ausrüsten. Gut. Kann ich hier auch für mich irgendeine Ausrüstung noch? Ich verstehe das noch nicht so ganz, was da, was ich da so sehe oder was ich auch nicht sehe. Ah, jetzt sehe ich was. Okay, Stufe 10 könnte ich das hier machen. Das ist dann 7 plus 8, 7 plus 7. Ich habe momentan 7 plus 5. Dann ist doch hier das hier. 7 plus 7 ist doch irgendwie besser. Wir kaufen und rüsten das mal aus. So, jetzt bin ich, glaube ich, auch pleite. Und jetzt kann ich mal hier zum Haupttor gehen. Und jetzt? Drücke ich einfach A. Nein, tue ich nicht. Ich muss natürlich erstmal hier hin bewegen. Und dann drücke ich A. Dann laufen die wieder dahin. Da vorne rührt sich etwas. Bereit zum... Das ist eine Karte des Greywood-Waldes. Wir fangen mit der nordwestlichen Region an. Das machen wir. Es gibt einige Orte, an denen... Es wird dort... Na dann mal los.
los. Mission starten, okay. Da lang. Los, Bewegung. Boss, die werden uns bestimmt auflauern. Das will ich doch hoffen. Also los. So, ich muss jetzt hier nichts machen. Die laufen jetzt von alleine. Infanterie und Bogenschützen. Warden, schafft uns diese Bogenschützen vom Hals. Wir werden uns auf die Infanterie konzentrieren. Erklärt mir nicht, was ich zu tun habe. Für Hironiden! Ah, geht schon wieder los. Okay. Na, mit dem Blocken, das klappt da auch mal besser hier. So, Anführer, wo könnte der sein? Ist der Anführer möglicherweise immer in der Nähe von der Fahne? Kann man jetzt so auch nicht richtig zweifelsfrei sagen, ne? Zusammenrücken, um Pfeilschäden zu minimieren. Wenn du die schwarze Taste drückst, verringert sich ihr Tempo, aber die Abwehr wird stärker. Verteidigungsstellung. Männer, vorwärts! Vorwärts! Ach, dann verteidigen die sich automatisch. Ach, ich habe hier noch so Speerträger, die laufen hier anscheinend. Die stören sich nicht am Pfeilhagel, die laufen einfach so. Das sieht dann nach einem Anführer aus. Sie hin. Da lang, Boss. Sie locken uns in eine Falle. Weiter. Ja, nicht. Drücke Y, um alle Truppen auf einmal zu bewegen. Habe ich gemacht. Drücke die weiße Taste für eine offene Formation und die schwarze Taste für eine geschlossene Formation. Gut, da stimmt jetzt nicht ganz. Erhöht das Tempo, schwächt aber die Abwehr. Die geschlossene Formation ist langsamer, doch sie stärkt die Abwehr. Das ist nämlich der linke Trigger und der rechte Trigger. Aber ein gut platzierter Mörsertreffer und wir sind verloren. Rupert hat recht. Ich soll ja hier das Gebiet irgendwie durchsuchen. Dieser Ort gefällt mir nicht. Kavallerie! Schnell! Hinter die Speerträger. Wie wär's mit Pferdewurst? Da kommen noch mehr. Begebt euch hinter die Speerträger, um die Kavallerie anzulocken. Schnell. Wie mache ich denn das? Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht so wirklich, was passiert ist. Wählt eine geschlossene Formation und postiert sie in der Nähe der Speerträger, um den Schaden zu minimieren. Die Speerträger kümmern sich um die Kavallerie. Los!
Drücke die schwarze Taste, um die Formation zu schließen. Ich komm doch überhaupt gar nicht. Ich kann doch überhaupt nicht hier hinten hin. Vorwärts! Jetzt sind. Nee, jetzt hier so hin. Ja, sag mal, wieso laufen die denn jetzt auch wieder weg? Also das finde ich jetzt gerade schon ein bisschen sehr chaotisch. Habe ich jetzt so richtig nicht verstanden, wie ich das besser hätte machen können. Er hat tatsächlich nicht vor, sich zu ergeben. Alan, wohin führt Ihre Spur? Ich habe sie verloren, aber im Osten und Norden befinden sich Klippen und wir kommen aus dem Westen. Also konnte er nur nach Süden fliehen. In Ordnung. Dann gehen wir nach Süden. Speerträger, bereit zum Kampf! Legen wir los. Müssen wir wirklich solche Strapazen auf uns nehmen, um sie zu finden? Wir werden nicht Halt machen, bis wir ihre Anführer gefunden haben, Rupert. Hoffentlich ist er die Mühe wert. Ich schwitze schon wie ein fettes Ork-Pony. Hör auf zu jammern und bleib bitte auf meiner windabgewandten Seite. Oh ja, du duftest ja nach Rosen, nicht? Ruhe, sie könnten uns hören. Und ihr beiden bleibt besser auf meiner windabgewandten Seite. Bewegung! Seht, da vorne! Er ist es. Zwei Infanterieeinheiten. Bogenschützen, eine Menge Bogenschützen. Wenn wir einfach vorwärts preschen, prallen wir auf ihre Infanterie und bekommen einen Pfeilhagel ab. Wir brauchen einen Plan. Wie wäre es, wenn Walden die Wälder dort umgeht, um die Bogenschützen zu attackieren und wir die Infanterie frontal angreifen? Ich geb's zwar ungern zu, aber das ist eine gute Idee, Gerald. Einverstanden. Walden umgeht die Wälder, so wie es auf der Karte markiert ist, und attackiert die Bogenschützen. Wir kümmern uns um die beiden Infanteriedivisionen. Ihr dürft die Bogenschützen nicht feuern lassen. Gut. Sobald die Speerträger die Bogenschützen erreichen, greifen wir die Infanterie an. Alan, kennzeichne den Punkt, wo sich die Bogenschützen befinden. Speerträger, Bewegung! In den Wäldern ist unsere Chance größer, nicht entdeckt zu werden. Natürlich ist es auch besser, stillzustehen oder langsam zu gehen. Der Balken auf dem Bildschirm zeigt an, wie nah wir beim Feind sind. Er steht für unsere Chance, entdeckt zu werden. Je höher der Balken steigt, desto gefährlicher. Okay, unbemerkt durch den Wald. Der Feind bewegt sich. Ich kann doch gar nicht langsam laufen. So, offensichtlich haben die mich irgendwie gefunden, ne? Das war jetzt, glaube ich, jetzt nicht ganz so clever, was ich gemacht habe, aber wurscht. Sie sind zu stark. Ah, da habe ich mal einen richtigen Moment gedrückt. Da gab es dann direkt einen Gegenangriff. Ah, das ist doch der Chef gerade gewesen. Okay, ich habe mal wieder einen feindlichen Anführer. Sie bekommen ihr Fett ab, ich schwör's. Verteidigungsstellung. Formation schließen. Los, da lang. Ich habe gar nicht den anderen den Befehl gegeben, oder was? Männer, vorwärts. Ach
So, da hätte ich mit denen irgendwie drum rumlaufen müssen. Naja, das kriegen wir hier jetzt hin. Schnappt euch den Anführer! Träger nicht gewachsen! Ja, was heißt jetzt schnappt euch den Anführer? Los, da lang! Wo soll er denn sein? Müssen wir einfach hier mal aufs Geradewohl loslaufen. Ah, da ist doch was. So, Chaka. Erledigt ihn. Männer, vorwärts! So kriegen wir sie nicht. Okay. Aber wie kriegen wir sie denn? Schwerträger, warten auf Befehle! Schwerträger, Bewegung! Ich hab's gewusst, ein Hinterhalt! Bewegung! Für Hironiden! Sie bekommen ihr Fett ab, ich schwör's! Laden! Vorwärts! Speerträger, treibt sie hierhin! Wir werden sie zur Mitte drängen. Bewegung! Die Verfolgungsjagd ist ja so ein kleines bisschen öde. Sie kommen in unsere Richtung, auf sie!
haben sie. Gute Arbeit, Männer. Bringt mir den Anführer. Mission erfüllt. Wunderbar. Wir sollten diesen Wald ver... Jerry. Ich war... Weg. Bis... Gerald. Danke. So, kann ich jetzt irgendwie speichern? Welche? Was? Wir werden schon sehen, wie... Walden. Oh, wir stecken das... Der Hex an... Eine... Ich bin mir... Hier wahrscheinlich Spiel speichern. Zum Titel. Okay. Ja. Kingdoms Under Fire, The Crusaders. Ja, fand ich jetzt nicht so schlecht. Hat mich jetzt auch nicht so megamäßig geflasht. Also die Grafik ist okay, würde ich sagen. Wie gesagt, ist nicht 2020. Die ist, denke ich mal, 2004. So sieht es auch aus, aber ist auch in Ordnung. Also hat sich jetzt eigentlich auch recht gut gesteuert, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Die Idee, dass man im Schlachtfeld kämpft und nebenher Befehle gibt, ist auch gar nicht mal so uncharmant. Also man hat schon auch so ein bisschen, wenn dieses eine Mal, wo bei mir da auch so ein bisschen das Chaos ausgebrochen ist, mit diesen, wo ich meine Infanterie hinter die Lanzenträger stellen sollte und es ist nicht gelungen rechtzeitig. Das hat schon irgendwie auch einen gewissen Charme. Also man fühlt sich dann schon auch so ein bisschen mittendrin. Jetzt hat es mich aber trotzdem nicht irgendwie komplett geflasht. Also ich fand's, die Dialoge fand ich dann zum Teil ein bisschen zäh auch. Die Geschichte, keine Ahnung, habe ich gar keine Meinung zu. Die Übersichtskarte sah ein bisschen altbacken aus. Also die Grafik ist, ja, wie gesagt, die ist okay, aber die ist jetzt auch nicht mega gut gealtert. Ne? Also man sieht da zum Teil schon, sieht es ein bisschen, wobei das alles hier jetzt schon irgendwie auch ganz spannend ausschaut. Also ich habe da schon irgendwie auch Bock drauf, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so megamäßig geflasht und nicht endlos begeistert, aber ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde auch die Mischung irgendwie interessant. Erinnert mich ein bisschen an Dynasty Warriors, hieß es, glaube ich. Da war es nur, fand ich da, die Version, die ich gespielt hatte, fand ich die Grafik noch ein bisschen übler. Ja, ist okay. Also ich denke, es sind 4 Fähnchen, doch. Auch wenn es aus 2004 ist und die Grafik ein bisschen angebrütet daherkommt, feines Spiel. Ja. Ich denke, 4 Fähnchen sind okay. 4 Fähnchen sind okay. Gut. Ansonsten macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.